Meisterhaus. Das Meisterhaus wurde für die Residenz der Meister des Ordens von Santiago in der Stadt gebaut, deren Förderer der Meister Don Lorenzo Suarez de Figueroa ist. Dieses Gebäude hat verschiedene Funktionen erfüllt und wurde im Laufe der Geschichte mehrfach erweitert und umgebaut. 1515 wurde das Gebäude von König Fernando el Católico an den Hof der Heiligen Inquisition gespendet, damit sich dort der ständige Sitz des Heiligen Amtes in Llerena befinden konnte. Diese Entscheidung folgte der Militärorden von Santiago, obwohl er sie nicht akzeptierte, was zu zahlreichen Konflikten zwischen beiden Institutionen führte. Der Standort der Inquisition in diesem Gebäude machten notwendige Sanierungsarbeiten für den Bau von Gefängnissen und Verliesen erforderlich, die die ursprüngliche Struktur veränderten. Es war der Inquisitionssitz bis 1576, dem Jahr, in dem das Heilige Amt an seinen endgültigen Sitz, den Palast de Zapata, umzog. Ein Teil des Meisterhauses war für das Gefängnis der von der Inquisition Verurteilten bestimmt, und der Rest der Räumlichkeiten wurde an den Hauptbuchhalterin Portillo und den Bürgermeister der Gefangenen vermietet und vom Heiligen Amt, Luis Diego Sanchez, versöhnt. In der 19. Jahrhundert die Beschlagnahmungen und der Verlust der Funktionalität des Gebäudes führten zu seiner Aufgabe und Verteilung auf mehrere Grundstücke. Das derzeit von der Casa Maestral bewohnte Grundstück wurde 2004 von dem Stadtrat von Llerena erworben, der zwischen 2007 und 2008 Restaurierungsarbeiten durchführt und 2009 eröffnet. Vom primitiven Gebäude ist der Haupthof im Modellstil aus Ziegeln erhalten, mit Säulen und Halbkreisbögen auf der unteren Ebene. Der alte Audienzsaal, der von einer schönen Holzkassettendecke bedeckt ist, befindet sich in dem Nebengebäude, das der Kirche gehört. Bei der Restaurierung des Gebäudes tauchten einige grafische Darstellungen auf, die von Gefangenen des Gerichts angefertigt wurden. Derzeit ist im Hof eine Reproduktion dieser Darstellungen zu sehen. In diesem Gebäude befindet sich der Kräftpromotion Rom, in dem Sie handwerkliche Produkte kaufen können, die in verschiedenen Extremadura-Werkstätten hergestellt wurden.